Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem Let's Play mit WoW Classic und dem Schattenpriester. Ja, 20 ist er inzwischen und ich stehe hier direkt vor Stormwind und von hier aus geht es jetzt zu der einen oder anderen Laufquest und dann in das Rotkammgebirge, wie ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Denn da haben wir noch einige Quests abzugeben und zu erledigen. Auf dem Weg natürlich wie immer ein paar Pflänzchen sammeln und ja, schauen wir, wie lange ich heute durchhalte hier. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, war ich jetzt einige Tage nicht live und das hatte einen ganz einfachen Grund, nämlich gesundheitliche Gründe, die ich jetzt hier nicht näher darlegen möchte. Auf jeden Fall schauen wir mal, wie lange ich jetzt hier so durchhalte. So, als erstes gehen wir mal ins Spiel und legen an der Stelle weiter los. Wir müssen. So, gucken erstmal jetzt kurz auf die Map gucken, denn ich bin hier, stehe wie gesagt, hier vor Stormwind und muss nach Nordheim einmal rein und dort zu Bruder Paxton. Eine Quest, die ich gerade in Stormwind hier noch bekommen hatte, und da gehen wir jetzt als erstes hin, und von da aus geht es dann weiter nach, ich weiß gar nicht, ins Rotkammgebirge, glaube ich, ne? Mich da nicht alles täuscht. Genau, hier unten war soweit nichts mehr. Dann geht es genau, Rotkammgebirge, da gibt es eine ganze Menge zu erledigen. Ganze Menge. Verfügbar ist da noch jede Menge und ja, aber eigentlich auch, wie ich das sehe, ne? Ich glaube, das liegt alles hier in dem Bereich. Gut. Schauen wir mal. Lass mich raten, das ist bestimmt Erdwurzel. Und ich habe noch nicht mal auf der Map nachgeschaut. Also was es ist. Nein, es ist relativ simpel. Erdwurzel hast du ja meistens an den Hängen stehen. Aber wem erzähle ich das? Ihr seid alle WoW-Profis hier und wisst das natürlich. So, weiter geht's. Da ist der Durchgang. Ja, falls ihr Interesse an so einer Art Questratgeber haben solltet, wobei ja, natürlich noch etliche Wochen ins Land gehen müssen, bis das mal irgendwann ein Ratgeber wird. Bis jetzt gibt es da keine Quest. Ich habe mir erlaubt, einen Zwergenjäger ins Leben zu rufen, den ich nicht wie hier live bei Twitch spiele, sondern lediglich so im stillen Kämmerchen. Und die Quests, die fasse ich schön zusammen, schön kompakt. Und ja, das könnt ihr euch gerne mal anschauen bei YouTube, wenn ihr möchtet. Die erste Quest ist natürlich eine reine Kill-Quest, die sind dann nicht ganz so interessant, muss man dazu sagen. Auch wenn es dann nicht unbedingt jetzt Bossmobs zu killen gibt. Aber es kommen ja sicher auch noch andere Laufquests, irgendwas liefern, dann hast du da so Klamotten wie. Also, falsch. Dann hast du da so Klamotten, wo du, ich sag jetzt mal, irgendwo Boss killen musst oder so.
Das sind natürlich die interessanteren, die kommen auch noch. Aber so nach und nach, ne? Immer eine Quest nach der anderen, so eigentlich so, wie sie gemacht sind oder so, wie sie halt in logischer Reihenfolge erscheinen würden. Ja, so in der Richtung habe ich das aufgebaut. Gibt es ein paar Versätze, wird es drin geben, ne? Zum Beispiel mit Level 5 bis 6 noch im Anfängergebiet und mit Level 4 dann aus dem Anfängergebiet raus. Ich die Quest irgendwann vorher gemacht habe, aber ich wollte da so eher die logische Reihenfolge dann behalten. Naja, wie gesagt, könnt euch anschauen, wenn ihr möchtet. Werde das erstmal so, ich sag jetzt mal, weitermachen eine Zeit und dann schauen wir mal, wie das bei euch ankommt. Ihr könnt mir da auch gerne mal Kommentar zu drunter schreiben, ob vielleicht irgendwas besser gemacht werden könnte, über euch da vielleicht ein bisschen mehr irgendwas anderes vorstellen noch oder vielleicht irgendwas ausführlicher, weil ich das alles natürlich sehr sehr gekürzt habe. Also wie ihr das für sinnvoll halten würdet, könnt ihr gerne mal drunter schreiben. Hallo. Vielleicht ist es aber auch gut zu. So, wen habe ich denn da? Der Herr Chef möchte wissen, ob sein Buch hier ist. Nein, wo sein Buch ist. Nun, das ist etwas peinlich. Ich habe das Buch, aber ich bin immer noch dabei, es abzuschreiben und daher noch nicht wirklich bereit, das Original wieder herzugeben. Kannst du die auswendig lernen? Also wirklich. Schlechtes Gedächtnis, wa? So. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Der sagt, ich will keine Abschrift. Meine Abschrift. Ja. Ich will meine Abschrift von Belastbarkeit und also schon länger fertigstellen. Ha. So. Gut, was soll ich jetzt? Ich soll jetzt mit Großknecht Ossoff in Sinhain. Soll ich jetzt nach Redbein. Wie heißt das? Redban Eisenach. Redban. Okay. Na gut, der braucht bessere Tinte. Auf dann. Dankeschön. Natürlich. So. Jetzt ist die Frage, wie groß ist denn die Quest? Die war doch rot, ne? Eine Quest. Angenommene Quest. Tintenzutaten. Da sind sie doch. Die sind Stormwind. So. Zurück nach Stormwind. Bis jetzt scheint die noch nicht allzu schwer zu sein. Ich darf mal raten. Ich gehe wahrscheinlich zurück dahin. Werde dann wahrscheinlich irgendwie den Auftrag kriegen. Ja, ihr müsst irgendwas ganz Fettes killen. Wer weiß. So, da sind noch ein paar Räubers. Die müssten mich eigentlich in Ruhe lassen, wenn ich da nicht durchlaufe. Immerhin bin ich 20. Ja, so ein paar schöne Sachen dazugekommen. Zieh besänftigen, natürlich. Was haben wir hier? Untote Fesseln dabei gekommen. Dann hier im das der Talentbaum, genau. Da sind wir hier, ein verbesserter Gedankenschlag. Haben wir auch schon was rausbekommen, nämlich eins, das wird auf jeden Fall voll werden hier. Und äh,
Genau, der wird auf jeden Fall voll werden und da muss ich gucken, was da sonst noch kam. Ich bin mir nicht sicher. Auch verbesserter physischer Schrei war das, glaube ich, wenn mich nicht alles tut. Oder? Naja, das kann ich ja in meinem Skillbaum nachgucken, wenn ich das wissen möchte. Ich hatte mir da einen Skill vorbereitet und den habe ich allerdings abgeknipst, abfotografiert, wie auch immer, gescreenshottet und dementsprechend müsste ich den dann bei Bedarf nachschauen. Ich kann euch den aber auch sehr gerne, wenn ihr das möchtet, dann müsstet ihr mir das allerdings mal irgendwie mitteilen, bei Insta oder bei Twitter reinstellen, diese besagten Pictures, damit ihr sehen könnt, wie ich den Skill haben möchte. Und schlussendlich. Trifft dann natürlich zwei Skill-Linien, weil erstmal wird natürlich hier so ein gewisses Kontingent im Schattenbaum durchgeskillt und danach geht es noch um, gibt es noch ein paar Fähigkeiten aus Disziplin. Aber das betrifft erst ab Level 40, glaube ich. Lustend. Ein wirbelndes Gedöns, wo muss ich denn hin? Wieder. Moment. Momentchen mal, jetzt aber ganz langsam, das ist doch wieder. Sprechende Grüße liegt aus auf in Szenen muss ich hin. Ich bin nicht gerade. Moment. Muss mal eben gucken, wo der war. Ach, hier war das. Nee? Nee, das ist Tersamar. Wo ist denn Zehnhain jetzt? Rotkammgebirge? Natürlich. Ah, das ist aber okay, weil da bin ich trotzdem richtig. Hier. Und zwar werde ich dann dahin fliegen. Das geht in der Tat schneller als bis dahin zu laufen. Aber da will ich doch nicht umsonst, siehst du? Oh. Da bin ich aber begeistert. So, dann wollen wir mal einmal zum Meister des Greifen. Was kann ich für euch tun? Und du bringst mich jetzt bitte nach Szenhain, Sehnhain, wie auch immer. Ja, irgendwas stimmt hier noch nicht. Irgendwas ist hier noch merkwürdig, um es mal so zu sagen.
So ist das. Okay. Ja, ich bin gespannt. Und bin ich ja eigentlich schon im richtigen Gebiet. Weil hier im Rotkammgebirge, wie man sieht, gibt es eine Menge Questziele. Und ich glaube, dass ich die jetzt mit Level 20 auch einigermaßen moderat killen kann. Das Problem war tatsächlich, ich glaube, ich war mit 17 bis 18 hier unterwegs. Und die haben mich sowas von weggemacht, ne? Das ist echt keine Chance, ne? Oder vielmehr doch schon eine Chance, aber extrem schwer halt, ne? Deswegen habe ich halt gesagt, nee, lass mal. Die erstmal was anderes machen. Grüße. So, dann lass uns mal hier gucken, was der noch so kann. Der Black Rock Clan muss vernichtet werden. Der Feind ist in unserem Land, in unser Land eingedrungen. Die Berge unterliegen der Oberhoheit des Königs von Stormwind. Aus bestimmten Quellen haben wir erfahren können, dass die Anführer jener Einheit im Clan Helden genannt werden. Ihr findet sie in ihrem Lan in ihrem Lager im Norden, meine Fresse. Ein kleines Stück westlich von der Straße, die in die brennende Steppe führt. Im Norden, okay. Seid vorsichtig. Die brennende Steppe. Okay. Ja, ne, da habe ich mich, glaube ich, schon mal hin verrannt. Ich habe da so böse auf Auge gekriegt. Ehre dem König Das von ging voll in die Pupille. Okay, dann nehmen wir die mal Siehe an, den die Quest. Ehrenfreund. Weiter im Text. Ja, das eine, das werde ich wohl, wenn sich da nichts getan hat hier mit der komischen Halskette, das werden wir wohl mal vergessen können. Der Desi sagte mir, dass die hier irgendwie direkt unter der Brücke liegen müsste, unter irgendeinem, keine Ahnung, Hügelchen oder so, einen kleinen Erdhügel. Aber wie gesagt, hier habe ich noch nichts gefunden, noch gar nichts gefunden, die ganze Zeit schon nicht. Und demnach gehe ich auch mal davon aus, dass das hier nichts mehr wird damit. Das heißt, die werde ich wohl gleich mal dran geben. Spätestens aber, wenn der Questlog voll ist. Dann ist die weg. Könnte sogar sein, dass die irgendwo. Nee, komm, ich fange jetzt nicht schon wieder an, diese blöde Kette zu suchen. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Wer nicht will, der hat schon, sagt man, ne? Oh, das war, glaube ich, hier vorne, ne? Da, Hillary war das. Die Halskette, das würde ich jetzt mal wegmachen, das Teilchen. Dann ist die schon mal weg. Ja, Hillarys Halskette. Zack. Und weg. Tschüss. So, die hätten wir erledigt. Da oben ist der Großknecht Oslo. Von dem muss ich jetzt hin. Braucht ihr etwas? Sicher, immer. So, ich habe nicht viel Zeit für überflüssiges Geplauder, Yeshio. Diese Brücke muss wieder aufgebaut sein, bevor der Regen einsetzt. Bisher habe ich jedes Projekt rechtzeitig und günstiger als geplant abgeschlossen. Und ich habe nicht vor, jetzt nachlässig zu werden. Haben wir Socke, du. Okay, das heißt, er braucht Eisenspitze und Eisenniete. Die Brücke wird sich nicht selber bauen. Wie jetzt? Schönen Habe ich Tag. die Quest schon oder was? Moment mal. Wo kriegte ich die noch gleich her? Hier, irgendwas ist die Fall, ne? Ja, genau, hier oben die. Gut. Das Licht sei mit euch. Danke, danke. Ich reise gerne bei Tag. Bringt 10 kampferprobte Äxte nach Sinhain zu Marshal Maris. Kriegte ich, glaube ich, die kriege ich dann auch bei den Das Licht segne Orks, euch. nehme ich an. Ich hier unten, da. Da, den kriege ich die. Da, kampferprobte Axt, okay.
Okay, lass das. Grazie wollte ich sagen, so. Da hinten sind noch welche aufgegangen. Die nehme ich auch noch mit. Will denn der noch? Was will denn der Magistrat? Braucht ihr Hilfe? Die Antwort kriegt er, stimmt. Ha! Die Antwort aus Westfall, bitteschön. Ich muss schon sagen, dies klingt überhaupt nicht so, überhaupt nicht gut. Ich wusste nicht, dass die Lage in der Stormmantle sich befindet, der unseren hier in Zinnheim nicht unähnlich ist. Was kann nur so wichtig sein, dass die Armee von Stormwind davon abhält, dem Volk, das sie beschützen soll, zur Hilfe zu eilen? Weißt du, Bier, Braten, Weibers, alles Mögliche, ne? Ist ja meistens so. Aber ich sollte nicht zu laut grübeln. Hier, Bote, nehmt diese Münze als Bezahlung für eure Dienste um die Stadt entgegen. Na gut, war schon. Noch was. Ein weiteres Mal braucht er meine Hilfe. Sowas. Wann soll ich den jetzt ankaspern hier? Lord Ebenlocke. Ebenlocke. Okay. Eine ausgebildete Nachtwache herzuschicken. Diese bei der Verteidigung von Zinnheim hilft. Es ist von ausnehmender Wichtigkeit, diese Nachricht ihn so bald wie möglich erreicht. Das ist aber nichts, was ich jetzt irgendwie direkt hinbringen muss. Ne? Magistrat Solomon möchte, dass er einen Brief zu Lord Ebenlocke nach Dunkelheim bringt. Für die Allianz. Kann er schon mal annehmen, aber Dunkelheim, da war ich auch schon, aber es dauert, bis ich da wieder bin. So, ein Feinstormes hat sich im östlichen Vorläufer des Rotkammgebirges niederlassen. Dieser derbe Schurke bedient sich des Natürlichen, um unsere Stadt und ihre Einwohner in Angst und Schrecken zu versetzen. Er betreibt sein übles Geschäft unter dem Namen Morgant. Okay, Morgant kontrolliert jetzt den Schattenfell-Clan. Die Gnolle tun alles, was er ihnen befiehlt. Ach, herrje. Die Zinnsoldaten wieder. Gebt 10 Schattenfell-Anhänger bei mir ab, dann erhaltet ihr eine Belohnung. Das Gute ist, das sind alles die gleichen Viecher, die ich dafür killen muss. Norden, Norden, Norden. Deswegen lohnt sich das auch wirklich erstmal alle möglichen Quests hier anzunehmen. Und dann durchzuziehen. In der? Ja, da oben irgendwo oder was? Da bin ich doch. Ist der auch in dem Haus? Nein. Muss hier doch auch sein. Ach, das ist hier das Ding, ne? Wusste ich. Sucht, wie heißt der? Gattelzock, den Redelsführer hinter den Angriffen der Blackrock auf der Burg Steinwacht und überfallt die Ortschaft Zena. Was? Und die Überfallenen auf die. Und den Überfällen auf die Ortschaft Zena. So. Er ist äußerst gefährlich, berichten zufolge hat eine gute Johannburg eingenistet und plant dort die weiteren Verbrechen des Blackrock-Clans gegen die menschliche Bevölkerung. Was soll ich? Ich soll ihn erledigen, ne? Ganz simpel und einfach, oder? Soll ich ihn in Köpfchen bringen? Natürlich, wie immer. War doch klar. So, mal wieder ein Köpfchen. Ich sollte mich Kopfjäger nennen. Kopfjäger Ishio. Immer das Gleiche. So, grüße Priester, wenn ihr aus dem... Ja. So, Fischern, was darf ich da jetzt tun? Was bringt 10 gefleckte Sonnenfische nach Zinnheim zum Dockmeister Barren? Soll ich ja verangeln jetzt, oder was? Benötigt Kochkunst 90. Ich glaube nicht, dass ich angeln möchte. Reisen sicher sein.
Oh, der hat noch nichts, ne? Richtig? Nichts. Nichts hat er. Aber hier müsste noch einer sein. Oh, nicht. Das ist der. Upp, und raus hier. So, da oben ist noch einer. Wanted. Da ist sie. So, was möchte sie denn? Möchte, dass ihr Stopfen, was? Stopfwanz tötet. Bringt den Hauer des Ebers zum Beweis. Seid vorsichtig. Eberhauer Köpfe. Das sind so Sachen, die sich nicht stapeln lassen. Aber hier könnte noch irgendwo ein. Doch. Vermisst wird Corporal. Kishan. Den habe ich doch, glaube ich, schon mal irgendwann angenommen, oder? So, und hier, hier, da. Tötet Leutnant Fang und kehrt nach mit seiner Tatze. Oh, mit seiner Tatze, na super. Na gut. So, wo fangen wir an? Komm, sag was. Norden? Guck mal direkt hier, Bedrohung, Blackrock, da kann ich mal anfangen. N20. 18. Fangen wir mit den Kleinen an und arbeiten uns zu den Großen vor. Ich glaube, das ist sinnvoller. Nicht nur, weil die wahrscheinlich höher ist, dass man da nicht bei drauf geht, sondern es geht wahrscheinlich auch schneller und besser. Das müsste dich da oben ab und die unteren, die fallen quasi dann schon wieder so von sich aus um. Guckst du nur einmal schief an. Ich könnte ja mal hier so einen Drink noch wegnuckeln. Und den da vielleicht auch noch. Wenn ich schon mal dabei bin. Dann laufen wir mal weiter. Was gibt es dazu im Angebot? Kann ich noch nicht wirken. Bin bereit. Lass das. Ein Terror-Kondor, so. Der hatte zähes Kondorfleisch. Super. Heiliges Feuer ist eigentlich Quatsch, ne? Das kannst du eigentlich mal wegbessern. Ich werde sowieso mal wieder umgekloppt. Dabei. So, nochmal? Natürlich nicht. Warum auch? So, das hin und wieder neu machen hat Sinn. Was kannst du? Ich muss näher ran. Brauche ich die auch? Eberfleisch kannst du sowieso mal gebrauchen, ne? Zum Kochen. Jetzt sollte ich mir hin und wieder mal so ein Teil hier draufpacken. Ach, komm schon. Mach das weg. Ziel. Ach so, das war ja. Das
Das war irgendwie das Falsche. Was für denn? Ich hätte vielleicht hier draufklicken sollen. Verzweifeltes Gebet wäre das Richtige gewesen. Ich habe das mal umgepackt, ja. Ich hatte das mal hier oben liegen und habe es dann nach da gepackt. Das habe ich noch nicht verinnerlicht, sozusagen. Daher dieser kleine Fauxpas. Aber der passiert mir so schnell nicht. Der liegt unter, jetzt muss ich ihm gucken, unter den Apostrophs liegt der. Genau. Aber zumindest liegt da jetzt ein Adlerchen. Für mich zum Aufheben. Das nehmen wir mal an, hier oben. Zack. So, dann mal eben fix der da drauf. Der da drauf. Dann mal eben fix noch einen reinschütten hier. Ich glaube, der da war auch nicht schlecht. So. Eben schnell hochheilen. Und die Mana, die wird gleich schon wieder kommen. In der Tat ist momentan das Leben um einiges wichtiger. Zumindest seit meinem Zauberstab. Hm. Vielleicht hätte ich da auch mal schauen können, als ich in Stormwind war, ob es da eventuell schon inzwischen einen besseren gibt, den ich tragen kann. Guck mal hier, die kann ich auch machen jetzt. Das würde funktionieren. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Eine Heilung hinterher, so. Kann ich noch nicht wirken. So. Siehst, Welpenschuppen gehen auch so langsam. Wo war ich stehen geblieben? Den Eber will keiner. Den ollen Drachen, den können wir noch machen. Ich bin außer Reichweite. Was? Warum? Mal eine Blitzheilung oben drauf und dann Zauberstäbchen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Und noch eine Blitzheilung. Das ist eigentlich ein sehr effektiver Zauber, finde ich. Da habe ich jetzt dazu gekriegt mit dem letzten Skillen und ist hervorragend. Eine Blitzheilung, super. Bei so viele Trefferpunkte musst du in der Regel gar nicht hochheilen, um hier irgendwas zu überleben. Das lädt immer noch auf. So ein Kondor, den könnte ich auch noch gebrauchen, auch noch vertragen so ein bisschen. Kann ich noch nicht wirken. Der raus. Und die Blitzhandlung. Aber hier ist momentan relativ viel los, würde ich sagen. Ja, ich kann mal ein Stückchen weitergehen. Hier gibt es ja auch noch Viecher.
Spinnen brauche ich dann, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Bin ich sicher, aber ich meine, die Spinnenfleisch hätte ich zusammen. Spinnensekret. Und knuspriges Spinnenfleisch. Aber wie gesagt, das ist schon voll, weil das habe ich. Wo habe ich das gemacht? Das habe ich im. Wer denn jetzt da? Das lädt immer noch auf. Geh noch hinterher. Und jetzt ist er auch weg vom Fenster. Sehr schön. Tada! Welpenbauchschuppe 3. So, ich könnte mir aber mal, wenn ich schon mal hier bin, ich gehe mal eben noch ein bisschen weiter runter hier zum Weg, dass ich vielleicht nicht direkt hier im Spawn rumstehe, wenn irgendwas wiederkommt, zumindest hoffe ich das. Da könnte ich mir nämlich mal eben die Quest aufmachen und mal alles, was jetzt im Rotkammgebirge ist und sich da rechts hinschreiben lässt. Man kann maximal 5, ne? Richtig. So, dann die Schattenfellanhänger und den Wanz, die lasse ich mal noch offen. So. Eisenspitze habe ich hier unten nicht. Die habe ich irgendwie da oben, glaube ich. Doch, die habe ich hier, Eisenspitze. Und so, das passt. Gut. Och. Ist ein Kraut gewachsen. Warum habe ich das nicht gesehen? Weil ich Kräutersuche nach meinem Tod nicht wieder angemacht habe. Immer das Gleiche. Kann ich noch nicht tun. Ja, die sind jetzt natürlich relativ simpel zu machen. Ja. Frischfleisch. Das Kompliment kann ich zurückgeben, du. Frischfleisch. Da gibt es auf jeden Fall schon mal Wollstoff. Mann, ist hier was los? Ey, was ist denn los hier? Sonntagabend geht schlafen, muss morgen arbeiten. Ich nicht zum Glück. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Lalalala. Ist das was, was die Mobs fallen lassen, oder ist das was, was ich sammeln muss? Sammeln ist hier nichts. Also muss ich mich wohl auf die Mobline konzentrieren hier. Bitte schön. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. War nicht schnell genug. Gut, gut. Mensch, hier wohnt auch keiner mehr. Alle ausgezogen. Umgezogen, wie auch immer. Na, ich gehe einfach mal ein Stück weiter. Hat ja wenig Sinn, wenn so viele da sind.
Hab ja genug Auswahl. Ich dachte eigentlich, diese Überfüllung, die wäre inzwischen ein wenig zurückgegangen, aber da war ich wohl im Irrtum. Irrtum. Hier mal nach hier hinten. Welpenbaumschuppe, was? Welpenbaumschuppe. Hase, noch ein Hase. Ah, das ist ein Welpi. Sehr schön. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht verlangt. Ja, wieder nichts drin. Warum eigentlich nicht? Ist doch doof. Das lädt immer noch auf. Komm. Einfach mit dem Zauberstock immer drauf. Oh. Was für dich. Zähes Kondorfleisch. So, hier ist nichts. Warum ist hier nichts? Da hinten düngt sich gerade Zauberer oder so? Kann das sein? Hier. Ich kann es den gebrauchen. Nicht, ist auch gut. Wir sind darauf geachtet, was er für eine Klasse ist, deswegen ist egal. So, Murlocs immer. Hier, Murloc-Lock. Jetzt machen, was ich wollte, ne? Ständig immer nur das andere Teil da im Target. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Olli Fever, Feuer. Olli Feuer, so. Das lädt immer noch auf. Das ist zu weit entfernt. Ja. Weißt du, was ich gerade sehe? Ich brauche die gar nicht. Ich geh mal. Ich geh mal wieder. Ich geh mal hier gucken. Ich hier inzwischen ein bisschen mehr Population wieder angehäuft hat, die man plannen kann. Sehr schön. Schattenedelstein, meine Fresse. Was das hier gibt. Also das bringt es eigentlich nicht. Hier, heiliges Feuer, vergiss es. Liebe, wieso ist das eigentlich?
Und eins. Was ich auf der Leiste liegen habe. Und den kriege ich ohne Heilung weg, oder? Und einmal schnell Blitzheilung drauf. Und schnell der drauf. Und der nächste. Ehrliches Feuer 1? Na jetzt ehrlich, habe ich da nicht schon größeren von? Ach nee, das ist ja was anderes. Den hatte ich, genau, göttliche Pein. Göttliche Pein, heiliges Feuer ist ja neu. So, wo war ich? Ja, also, dann, huch. Hab ich die eigentlich schon zusammen? Nicht so ganz. Da fehlen mir noch zwei von. Von dem Weltengedöns. Ich muss näher ran. Eigentlich könnte ich mit heiliges, also zumindest, ich lasse es natürlich da liegen, weil später benutze heiliges Feuer eh nicht mehr. Weil alles, was heilig Zauber sind, in Schattenform nicht gehen. Aber trotzdem, das ist, glaube ich. Ich glaube, ich werde den mal zwischendurch als Eröffnung nehmen. Weil der halt so eine lange Castzeit hat. Eignet er sich gut dafür. Hat noch. Ist auch nichts mehr, meine Güte. Ist aber auch was los, du. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Zu spät. Na. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Heiliges Feuer. Verdammt. Na. Hol ihn raus, den Zauberstab. Mal den Kondor pieksen. Ach, 5 von 5. Wunderbar. Kondor brauche ich nicht mehr. Hervorragend. Kondorfleisch ist im Sack. Jetzt brauche ich noch eine Welpenbauchschuppe. Das hier? Ja, Wildhornrose, sehr schön. Brauche ich die? Zu weit entfernt. Glaub schon. Kann ich noch nicht wirken. Nee, Wilderer brauche ich nicht.
Wir haben nichts. Geh doch woanders. Tada! So, nächste. So, ne, aber anfangen kann ich damit nichts. Zumindest nicht für irgendeine Quest. Also, demnach gehen wir erstmal weiter. Davon brauche ich noch was. Da siehst du, diesen da. Ich brauche noch eine Welpenbauchschuppe. Natürlich nichts drin, vollkommen klar, warum auch. Muss mal wegmachen da. Siehst du, geht doch. So, siehst du, auch im Sack. Zack, und schon sind die Lampen mehr ausgegangen. Zumindest vom Quest her. Hier unten ist alles erledigt. Sehr gut. Da, große Greiferzahnschnauze, die kriege ich hier unten. Da kriege ich noch da, große Greiferzahn. Das ist der einzige. Hier unten kriege ich die Eisenspitzen und die Eisennieten. Da war aber eine Menge los. Kriege ich die vielleicht noch woanders? Nein. Ja. Nicht so ganz. Aber da werde ich mal hin zurückschreiten, wenn das hier etwas leerer ist. So. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal weiter in diese Richtung. Für mich geht es jetzt Richtung, ja, hau rein. Will ich gar nicht, aber gut. Wenn ich soll, wenn ich muss, dann mache ich natürlich, klar. Ich wollte euch die überlassen. Ich wollte euch das kleine Teil überlassen. Aber gut, aber gut. Ach, guck mal. Das heißt Europa. Warum auch immer. Ich bin außer Reichweite. Mal ehrlich, ne? Ja, ich hätte dich auch wiederbelebt. Wenn nicht will, der hat schon. Geh doch weg. Geh doch woanders. Boah, geh mir nicht auf den Sack, Vieh. Noch nicht bereit. Warte mal.
kleines nerviges Gedöns. Schnell heilen. Dann heilen! Boah! Verdammt! Musste das Vieh jetzt bauen? Ja, es musste. Warum? Murphys Gesetz, kennst du? Murphys Gesetz. Mopis Gesetz, genau. Immer das Gleiche. Immer auf die kleinen Dicken. Mann, 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 Mann. Können doch gar nichts dafür. Tja. Ja. Wir kommen der Leiche näher. Dabei wollte ich davon. Also jetzt, gerade jetzt wollte ich eigentlich nur da durch, ne? Ich wollte eigentlich nur vorbei. Lass mich passieren. Funktioniert natürlich wieder nicht. War klar. Ja, solange ich nicht sekündlich umfalle, ist das ja alles noch im grünen Bereich. Abgesehen davon, im 1:1 sind die Viecher jetzt nicht unbedingt ein Problem. So, gehen wir kurz hier hoch. Hier oben ist schön. Übersicht. So, einmal. Einmal. So, die sind schon mal wieder drauf. Dann kloppe ich mir den wieder rein und den anderen lasse ich jetzt mal weg. Davon habe ich eh nicht mehr ganz so viele. Lasse ich jetzt mal, wie sie sind. Irgendwo hier war noch was zu looten für mich, glaube ich. Ach, ist egal. So, weg hier. Geht auch weg. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Eigentlich will ich die gar nicht, aber gut. So. Jetzt erstmal wieder ein bisschen Leben drauf baggern hier. Den drauf baggern. Gut ist. So, das werde ich jetzt wohl wegmachen müssen, bevor es mich wegmacht. Wie immer. Viecher, die so viel Schaden machen, da versuche ich gar nicht erst groß vorbeizurennen. Die mache ich direkt weg. Jetzt. So, das heißt das. Und entdeckt, renn das Tal. Guck mal, da steht was. Das ist zu weit entfernt. Kundschafter! Kann ich noch nicht wirken. Kundschafter der Blackrock. Oh, ich bin gefesselt. Egal, das sieht mich gar nicht. Ob du mich fesselst oder nicht. Wollt's ja nur mal sagen. So, was fehlt? Der ist da, der ist da, der ist da. Irgendwas fehlt doch. So, den habe ich nicht genommen, richtig. Da war was.
bereit. Noch einer, der wegrennt will. So was. Komm her. Ah ja. Was auch immer du hast. Was haben die eigentlich? Irgendwie eine. Die Äxte, glaube ich, genau. Also mitten ins Lager. Das werde ich mir hübsch kneifen. Kann ich doch einmal aufs Säckchen gehen und sehe ich doch, was die haben, ne? Da, kampferprobte Axt kriege ich von dem. Von dem auch der Entschwert. Die Droprate von diesen Äxten ist aber echt bescheiden, wa? Mal so sagen. Die ist echt für den Popo, so gesagt. Wo rennt es hin? Achso, es rennt weg. Nicht ver... Ah, oh, ich habe eine Axt. Wahnsinn. Eine ganze. Ich bin außer Reichweite. Nächste. Komm, da ist eine Axt drin, oder? Nein. Ärgerlich. Da drin stehen auch jede Menge, aber davor spawnen gleich auch jede Menge. Also sollte man da lieber mal die Fingerchen von lassen. Ach, guck mal, da ist was. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Holy Fire kommt jetzt hier. Der drauf, mein Buff wieder drauf. Ganz wichtig. Gerade wenn du hier so im Nahkampf so viel aufs Auge kriegst. So, da sollte doch aber auch was gehen, oder? Das sind mehrere. Okay, aber wenn ich jetzt einem was drauf gebe. Kommen jetzt ein paar angelaufen wahrscheinlich. So. Kann ich noch nicht wirken. Das wird immer noch auf.
Sonderlich helfen tun sie aber auch nicht hier, ne? Also unglaublich. Ja, also der eine geht weg, da scheint ein Caster zu sein, den will ich nicht, der ist doof. Den nehme ich mal mit. Da hast du mir selbst noch mal so eine Heilung oben drauf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Yes, so muss das. So und nicht anders, sag ich. Jawohl. Ah, zwei Extra haben wir im Sack, meine Güte. Zwei Extra von Gott weiß wie vielen. Da im Lager möchte ich jetzt nicht. Ich will diesen, für den Caster da nicht aufnehmen haben. Ah. Hier ist auch nichts im Moment. Da wird aber gleich wieder was spawnen. Ich mache mal Folgendes. Ich werde mich mal ganz kurz hier... Nee, nicht. Den nehme ich noch. Kann ich noch nicht wirken. Den nehmen wir noch mit. Noch nicht bereit. Brennt ihn nieder. So. Da war auch ein Exlein drin. So, und jetzt in der Hoffnung, dass auf diesem schönen Aussichtsturm hier oben niemand mich angreifen wird. Will ich jetzt mal ein kurzes Päuschen einlegen. Ich bin in 5 Minütchen ungefähr wieder bei euch und sage bis gleich.